Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier heute in Winden bei Nassau unterwegs an der Lahn. Wollte einfach mal wieder ein bisschen raus. Jetzt nicht speziell viel Kilometer machen, sondern ich war die ganze Woche erkältet. Ich musste einfach mal wieder raus, ein bisschen Frischluft schnappen. Ja, und jetzt habe ich hier das Schild Katzenstein-Tour entdeckt und das wollen wir uns dann doch mal vielleicht zusammen anschauen. Viel Spaß! Leider verschlossen. Ich bin hier auch auf der Suche nach diesem Aussichtspunkt am Kreuz und ich hoffe, dieser Weg führt mich daran vorbei. Wenn nicht, muss ich ihn suchen. Der Weg ist bis jetzt auch sehr gut ausgeschildert, muss ich sagen. Alle 50 bis 100 Meter gibt es hier so ein Hinweisschild. Da drüben kann man den Goetheberg sehen. Auch noch ziemlich im Nebelfang heute Morgen. So, hier gibt es dann sowas wie eine Schutzhütte. Das war mir auch neu. Hier runter gibt es auch übrigens einen Weg nach Weinehr. Ja, und da unten ist auch Weinehr. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ganz dort hinten, auf dem zweiten Berg, ist der Aussichtspunkt Kreuz. Ich hoffe, ich komme da noch hin und der Weg hier führt mich dahin. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, ob ich da hinkomme. Sieht aus, als wäre der noch von hier gute 2 Kilometer entfernt. Ich habe übrigens gerade vor ein paar hundert Metern die Katzensteintour verlassen. Schade eigentlich. Aber es gibt auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten, den Weg im Sommer nochmal zu laufen. Ist dann eh viel schöner. Es gefällt mir allerdings nicht, dass es hier ständig bergab geht. Ja, wenigstens haben wir hier eine kleine Aussichtsbank. Wie gesagt, alles noch sehr wolkenverhangen. Ja, da unten geht ein Weg weiter. Mal schauen, wo der mich hinführt. Ich hoffe, ich komme da noch irgendwie ans Kreuz gleich. Hier dann nochmal ein etwas besserer, schönerer Blick. Ja, wunderbares Wetter heute. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja, hier dann nochmal, wie man sehen kann, wunderbare Aussicht. Mittlerweile lichtet sich der Nebel auch etwas. Der Weg gehört auch zur Gelbach-Höhentour. Oberhof, Weinehr, Oberhof. Ja, wunderschöner Weg. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt auf jeden Fall mal vorbei hier. So, für mich geht es jetzt zum Kreuz. Oh, das sieht ja mal ziemlich spannend aus hier. Habe ich gar nicht so die richtigen Schuhe an für heute. Für solche Wege. Ja, wunderbar. Dann hätte ich es ja doch noch geschafft hier hoch. Ja, schaut euch mal die Aussicht hier an. Fantastisch.
Da ist der Goethepunkt bzw. der Goetheberg. Den kann man über diesen Anstieg da vorne komplett bewältigen. Hinter dem Berg ist Obernhof. Da unten hätten wir Weinehr. Alles sehr schön, ruhig und idyllisch heute Morgen. Super. Ja, Ortsgemeinde, hier könnt ihr selber nochmal sehen. Aussichtspunkt Göteborg, Seelburg, Mainz, Limes, Kastelpol, da war ich letztens auch gewesen. Kloster Arnstein, Obernhof, der Himmelsberg, Weinehr, Nassau und Koblenz. Ja, irgendwie verwechsel ich den Himmelsberg immer mit dem Teufelsberg. Aber wirklich heute super, die Aussichten. Ich bin richtig froh, dass ich heute hingelaufen bin. Es gibt sogar kleine so zwei Sonalpanelen auf dem Dach. Auch nicht schlecht. Ja, wirklich. Sehr hübsches, nettes, schönes Plätzchen hier. Kann sich wirklich fast gar nicht satt sehen an der Aussicht. Almabtrieb. Ja, das ist leider schon lange vorbei. Aber auch nicht schlecht mit den alten Skiern hier. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, Nassau, Lahn, Bad Ems, U-Bahnhof, dann schaut euch auf jeden Fall auch das Gelbachtal mal an. Und das Lahntal natürlich. So, ich entscheide mich jetzt hier für die Straße, um zurück nach Winden zu laufen. Also was der Mist hier soll, das muss mir mal einer erklären. Ich habe jetzt leider keinen Rucksack dabei. Scheiße. Der Sannersberg. Dann schauen wir da doch auch mal vorbei. Nochmal auf die Schnelle. So, hier etwas weiter unten kann man dann vielleicht auch noch etwas besser sehen. Unten ist auch die Straße, zumindest ein Stückchen davon. Ja, das Gelbachtal ist wegen seiner sich schlängelnden Straßen sehr beliebt bei Motorradfahrern und gab auch schon einige Unfälle dort und auch einige Todesfälle. Ja, ist traurig. Das kann man einfach nur genießen, hierher zu laufen. Kein Verkehr, keine Autos, wunderbare Aussichten und man hört nur die Vögel im Wald. Ja, es gibt tatsächlich noch solche Plätze in Deutschland, wo man komplett seine Ruhe hat. Wenn ich wieder etwas fitter sein sollte, dann werde ich mir die Katzensteintour und den Gelbach-Höhenweg auf jeden Fall noch vornehmen. Vielleicht schon am Sonntag, wenn es mir bis dahin besser geht. Ja, ansonsten sage ich danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen vom Gelbachtal.
und von dem Aussichtspunkt am Kreuz. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ach, und ich hoffe, ich schaue doch irgendwann selbst mal hier vorbei, weil es lohnt sich wirklich. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.